Beruhigt euch, es muss doch irgendwie zu helfen sein. Mir helfen? Ich bin ein Werwolf, ein Mörder. Was lässt euch glauben, dass ich eure Hilfe verdiene? Geht jetzt bitte, ich muss allein sein. Wir haben entdeckt, dass Emmerich hinter den Morden in Einsamwald steckt. Wie sich herausgestellt hat, war der Wolf, der ihn im Wald angegriffen hat, ein Werwolf, der mit dem Biss seinen Fluch auf ihn übertragen hat. Er hatte keine Ahnung davon, was aus ihm geworden war, bis wir ihn mit der Wahrheit konfrontierten. Wir sagten ihm, dass wir versuchen würden, ihm zu helfen, den Fluch zu brechen. Na schön, aber wenn wir herausfinden, wie euer Fluch gebrochen werden kann, kommen wir zurück. Bäm! Viele Stufenerhöhungen. Also Stufe 13, Stufenerhöhung. Rettungswürfe sind ziemlich gut reduziert. Hand auflegen, Trefferpunkte, ETW, aber kein neuer Zauberslot. Okay. Stufenaufstieg. Auch Rettungswürfe, 3 Trefferpunkte. Leise Bewegung im Schatten verstecken kann sie auch. Stufenerhöhung. ETW, Trefferpunkte, aber keine Rettungswürfe. Okay. Stufenerhöhung. Sechster und drei Zauber des siebten Grades. Das heißt neue Zauber, zusätzliche Trefferpunkte. Okay. Siebter Grad. Ah, so viele. Oh Mann. Sieben Augen wäre zum Beispiel nett zu haben. Verzögerter Feuerball ist auch gar nicht schlecht. Untote befehligen. Mit diesem Zauber unterwirft der Anwender mehrere untote Wesen in seinem Wirkungsbereich seinem Willen. Das hätten wir auf der Insel gebrauchen können. Zauber zurückwerfen. Dieser mächtige Zauber reflektiert Magie, die auf das geschützte Wesen gerichtet wird. Der Zauber wirft insgesamt 12 Zaubergrade zurück, beispielsweise 4 Zauber des dritten Grades oder einen Zauber des sechsten und einen des siebten Grades und so weiter. Betrifft auch Zauber von Schriftrollen und zauberähnliche Fähigkeiten. Ja, flächendeckende Sachen trifft's nicht. Der Zauber schützt nicht vor Magie bannen, kann dadurch aber auch nicht aufgehoben werden, ja. Säuresturm, sieben Augen. Sieben Augen war das mit den Augen, die Passiv- und Aktivfähigkeiten haben. Schutz vor Elementen. 75% Immunität gegen alle Angriffe, die auf die elementaren Kräfte beruhen. Feuer, Kälte oder Elektrizität. Ja, egal ob normal, ob Waffen, Zauber oder Waffen. Hält eine Runde je Stufe. Der rubinrote Strahl der Aufhebung zerstört einen Zauberschutz beliebigen Grades. Die Zauber, die durch den Strahl gebannt werden, sind geringe Zauber zurückwerfen, kleine Kugel, bla bla bla, sehr viel Zeug. Projiziertes Ebenbild. Der Zauber erzeugt ein illusionäres Duplikat. Das Duplikat kann sich frei bewegen und verfügt über die Trefferpunkte des Anwenders. Es kann Zauber wirken, allerdings nicht körperlich angreifen. Während des Wirkungslauses des Zaubers kann der Anwender sich nicht selbst bewegen. Ja. Mordankais Schwert. Huiuiuiui, das hätte ich eigentlich gerne. Dieser Zauber beschwört ein glänzendes Schwert herauf, das der Anwender mit der Kraft seiner Gedanken führen kann. Er trifft wie bei einem Kämpfer, der die halbe Stufe des Anwenders besitzt und trotz der Tatsache, dass es mit der Hand geführt wird, kann es alle Wesen in Sichtweite des Anwenders treffen. Es gibt zwar keinen Bonus auf Angriffe, doch das Schwert kann Wesen treffen, die normalerweise nur mit Waffe A plus 2 bezwungen werden können. Jeder Treffer fügt 5 bis 30 Schadenspunkte. Mordenkais Schwert. Malawurz Wut. Ja, nein. Kelbens parierende Peitsche. Band ein Zauberschutz. Ja, wieder sehr viel Zeug. Ifrit herbeizaubern, Heckscherbe herbeizaubern. Finger des Todes ist ein leider. Oh, ist Sichtweite des Anwenders. Djinn beschwören.
Ja, ist auch nicht schlecht. Chaosphäre. Jeder, der sich im Wirkungsbereich der Sphäre aufhält, muss in jeder Runde einen Rettungswurf gegen Zauber würfeln. Wer scheitert, wird von einem der folgenden Effekte betroffen: Verwandlung in ein Eichhörnchen, Verwirrung, Selbstentzündung, Lähmung, Auflösung, Heilung von 20 Trefferpunkten, Teleportation an einen zufälligen Ort, Bewusstlosigkeit, Hass. Hinweis: Die Gruppenmitglieder des Anwenders sind nicht von den Auswirkungen betroffen. Kakoscheuser, begrenzter Wunsch. Der begrenzte Wunsch ist zwar ein äußerst mächtiger Zauber, doch es ist nicht leicht, ihn richtig einzusetzen. Er erfüllt einen Wunsch des Anwenders wortwörtlich, allerdings nur im begrenzten Ausmaß und für eine begrenzte Zeitspanne. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kann normalerweise nur in Bezug auf den Anwender selbst verändert werden. Außer der Wunsch ist sehr gut formuliert und nur in einem begrenzten Umfang. Der Einsatz eines begrenzten Wunsches kann die existierende Realität nicht nachhaltig verändern. Beispielsweise könnte der Zauber dem Anwender verlorene Trefferpunkte zurückbringen. Selbstsüchtige Wünsche enden normalerweise mit einer Katastrophe für den Wünschenden. Gehört die Weisheit des Anwenders ist, desto größer ist die Chance, dass er den Wunsch richtig formuliert. Anwender mit niedriger Weisheit werden meistens katastrophale Ergebnisse erzielen, wenn sie einen Wunsch aussprechen. Ah, warum eigentlich nur Weisheit? Schutzmantel, oh, der ist auch nicht schlecht. Während der Zauber wirkt, kann der Anwender nur noch von magischen Waffen plus 3 oder besser verwundet werden. Der Zauber ist zwar äußerst mächtig, hat aber nur eine geringe Wirkungsdauer, 4 Runden, okay. Da er außerdem sehr rasch eingesetzt werden kann, bietet er sich geradezu an, ihn in der Hitze des Gefechts zu benutzen. Der Schutzmantel funktioniert nicht in Verbindung mit Schutz von magischen Waffen. Der Schutz hält an, bis die Wirkungsdauer endet oder der Zauber gebannt wird. Massenunsichtbarkeit, Ersticken. Gib mir Mordekais Schwert einfach. Danke. Dein Befehl. Einverstanden. Gut, was Einverstanden. tun wir jetzt bezüglich des Werwolfs? Was ist los? Also Mit mir? erstmal möchte ich wissen, ob der Bug ob der Bug es in die Enhanced Edition geschafft hat. Das werden wir gleich sehen. Hallo, Promis. Ich grab noch ein anderes Loch heute. Schön viele Löcher gegraben. Hab bald keinen Platz mehr. Wer war es diesmal? Anderer Fallensteller, Dolan, auch vom Wolf getötet. Nicht viel übrig, weil Wolf ihn gefressen hat. Grab ihn trotzdem gutes Loch. Ihr liebt euren Beruf sehr, nicht wahr? Hä? Schon gut, lebt wohl. Ah, sieht nicht danach aus. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, an den Werwolf, dass der bei meinem letzten Mal oder allgemein in der Originalversion verbuggt war, weil er nicht verschwunden ist. Ja, sag was sofort. Also er ist bei mir die ganze Zeit noch in einsamen Wald als richtiger Wolf rumgestreunt, der aggressiv war, aber nicht angegriffen hat und den man nicht töten konnte. Was dann doch irgendwie komisch war. So, Gewiss. kannst du uns was für gegen den Fluch helfen? Ja, was macht ihr hier? Wie kann ich gewiss? Nee, Quinn war nicht derjenige, der mir helfen konnte. Dein Befehl, vorwärts. Einverstanden. Gut, der Einzige, der sich noch mit Flüchen dann auskennt, wahrscheinlich, ist der Tavernenbesitzer. Weiter. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten. Natürlich, was wollt ihr denn wissen? Wir haben herausgefunden, dass Emmerich ein Werwolf geworden ist. Wisst ihr, wie man diesen Fluch von ihm abwenden kann? Emmerich sagt ihr, das sind ja schreckliche Nachrichten. Leider kann ich eine so mächtige Verwünschung wie diese nicht abwenden. Allerdings habe ich da etwas, was die Wirkung des Fluchs mildern könnte.
Bring dieses Amulett zu Emmerich. Solange er es um den Hals trägt, wird er sich weder in einen Werwolf verwandeln, noch andere den Fluch übertragen können. Wir werden es ihm gleich bringen. Lebt wohl. Kieran hat uns ein Amulett gegeben, das wir Emmerich geben sollen. Er sagte, dass es zwar nicht seinen Fluch aufheben würde, doch es würde ihn davon bewahren, seine Gestalt zu ändern und den Fluch an andere weiterzugeben. Ja, genau das wollten wir. Ich dachte eigentlich, man kriegt es im Tempel. Es soll geschehen. Ja, soll er Sylvanus Gunst zurückerlangen, dann kann Sylvanus ihn vielleicht vor diesem Fluch dann erlösen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in... Ja? Auf Toril mit dem Werwolfsfluch war, wo der seinen Ursprung genommen hat. Ihr sollt euch besser nicht in meiner Nähe aufhalten. Solange der Fluch des Werwolfs auf mir lastet, ist niemand vor mir sicher. Ich möchte nicht noch mehr Leben auf dem Gewissen haben. Kieran hat mir dieses magische Amulett gegeben. Nehmt es. Solange ihr es tragt, bewahrt es euch davor, wieder die Gestalt eines Wolfs anzunehmen. Mir fehlen die Worte. Vielleicht werde ich jetzt lang genug leben, um meine Verbrechen zu sühnen. Habt vielen Dank. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Ja, Selunes Liebkosung verloren. Schon in Ordnung, Emmerich. Lebt wohl. Hat nochmal einen Haufen Erfahrungspunkte und Level-Ups für die beiden gemacht. Wir haben Emmerich das magische Amulett gegeben, das ihn daran hindert, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Vielleicht wird Einsamwald jetzt wieder ein sicherer Ort bei Nacht. Wir sollten aber dann auch mal mit dem Trapper reden. Und irgendeinen Gegenstand haben wir verloren, den wir wieder einsammeln sollten im Wirtshaus. Stufe erhöhen. Vierter und fünfter Grad und zwei Trefferpunkte. Ja, Handlungsfreiheit mal bräuchten wir noch eine. Und dann gerne noch so ein Ding. Und bei dir auch eine Stufenerhöhung. Rettungswürfe. Zwei Trefferpunkte, drei Sagenkunde, ein ETW. Wie weit können wir das eigentlich noch hochtreiben? So hoch, wie wir wollen. So, okay. Sag, was du gewiss. Einverstanden. Dann könnten wir jetzt mal kurz bei... Ah. Emmerich, wir wollten noch deinen Shop nutzen. Weiter. Ja. Du kaufst auch keine Winterwolfspelze. Ärgerlich. Wir haben nämlich jetzt so viele davon und die Pelze auch nicht. Wir können aber die Pfeile an dich verkaufen und die Wurfgeschosse. So. Da ist nichts drin, was du kaufen würdest. Und den Rest willst du nicht kaufen. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. In Ordnung. Was ich wirklich einfach gerne hätte, wäre irgendwo ein Container, wo ich mein ganzes Zeug mal reinpacken könnte. Genau, die Axt da würde ich gerne wieder einsammeln. Gewiss. So, merken wir uns einfach mal, dass wir uns diesen Schrank hier nehmen, um unser Zeug da reinzupacken. Na, können wir dich jetzt verschlossen. Dieser Schrank ist offen. Woran hast du gedacht? Dein Befehl? Weiter!
So, Zeug in Containern sollte nicht despawnen. Das können wir verkaufen. So, die Winterwolfspelze kommen jetzt mal alle zu uns.